So, herzlich willkommen zurück. Die Versammlung läuft bereits. Aber bevor wir uns um diese Mistgabel-Fanatiker kümmern, müssen wir erst das Alpha-Männchen finden. Das ist er, der Bürgermeister. Setze den Hypnoblast ein, um die Speichellecker um ihn herum auszuschalten. Wir müssen uns einmal um die Versammlung da kümmern. Nein, das wollte ich nicht. Eine Invasion der Außerirdischen. Nein, Crypto. Jetzt wollte ich auch nicht. Eine falsche Taste. Ja, ja, alles klar. Oh boy, fängt ja schon gut an, je. Ich sollte mal unten da hingucken, welche Taste. Crypto, die Versammlung läuft bereits. Aber bevor wir uns um diese Mistgabel-Fanatiker kümmern, müssen wir erst das Alpha-Männchen finden. Hat diese Kuh gerade gesprochen? Die armen Schweine, die umfielen. Präsident Nixon war der größte Amerikaner, der je gelebt hat. Nicht so. Wie dieser schmierige Präsident. Sag mal das. Das ist er, der Bürgermeister. Setze den Hypnoblast ein, um die Speichellecker um ihn herum auszuschalten. So, jetzt soll man den ablenken. Er wurde eingeteilt, mich zu beschützen. So, was soll ich jetzt tun? So, jetzt muss ich mich irgendwie verstecken. Zeit für die Bühne. Nein, Crypto! Jetzt wissen die Menschen, dass du unter ihnen bist. Zurück zum Mutterschiff mit dir! Oh Gott, das ist gar nicht so einfach. Da muss ich mich irgendwie verstecken. Okay, alles klar. Die Versammlung läuft bereits. Aber bevor wir uns um diese Mistgabel-Fanatiker kümmern, müssen wir erst das Alpha-Männchen finden. Das ist er, der Bürgermeister. Setze den Hypnoblast ein, um die Speichellecker um ihn herum auszuschalten. Ich gucke mich mit Blei voll, wenn sie meinem Schaf Dolly zu nahe kommen. Aber ich muss mich irgendwie verstecken können, ne? Wo ist der Polizeichef? Er wurde eingeteilt, mich zu beschützen. Sie dürfen mich ja nicht sehen. Wie soll ich in diesen Schuhen rennen? In diesen schicken Schuhen. So, wie soll das jetzt hier funktionieren? Das hab ich verdient. Komm her. Zu dienen und zu schützen. Zu dienen und zu schützen. Zu schienen und zu nützen. Zu minen und zu pfützen. Wie soll das funktionieren? Das frage ich mich gerade. Geht nicht. Du bist der Holoboard. Jetzt muss ich mal gucken, was das ist. Ich hatte die Wahl. Entweder Ganoven schnappen oder in Quantenphysik promovieren. So, ich muss mal gucken. Archiv, kann man hier irgendwie in das Archiv gucken? Fähigkeiten. F. Okay, hab ich doch schon die ganze Zeit richtig, aber ich kann mich ja hier nicht verstecken irgendwie. Kann ich mich irgendwie bücken? Nee. Mein Kopf sagt Marilyn, doch mein Schlagstock sagt Betty Page. Ja.
Zeit für die Bühne. Hals- und Beinbruch, Bürger. Okay, alles klar, wir haben es geschafft. Sag den Menschen, alles sei normal. Kein seltsames Zeug. Oder besser, nur das normale, seltsame Zeug wie jeden Tag. Der Erfolg unserer Mission hängt davon ab. Aber jetzt Beeilung, Crypto! Okay, alles klar. Jede einzelne von den verdammten Kühen und dann sah es so aus, als hätte es den armen Viechern so ein Gerät in den... Und nach all dem habe ich nicht mal Miss Rockwell kennenlernen können. Die stolzierte einfach vorbei und trug sie richtig hoch. Feldfrüchte in Kreise gelegt, wie riesige Traktorreifen. Da geht unser Erspartes hin, habe ich meinem Edgar gesagt. Keine neuen Schuhe für die Zwillinge. Unsere Darlene muss wohl noch ein Jahr mit diesem Überbiss rumlaufen und... Grüße, meine ebenfalls menschlichen Agrarökonomen. Hier geht nichts Besonderes vor sich. Alles ist normal. Macht mit eurem erbärmlichen menschlichen Alltag weiter. Vielen Dank. Da brat mir doch einer ein Storch. Herr Bürgermeister, ich wohne schon mein ganzes Leben in dieser Stadt. Und ich habe zweimal bei der letzten Wahl für Sie gestimmt. Also, da steht mir doch wohl eine Antwort zu. Wenn hier nichts Besonderes vor sich geht, warum leuchten dann all meine Kühe wie Glühwürmchen? Wie erklären Sie sich das, Milchgesicht? Das ist eine gute Frage. Egal, wir nehmen einfach das erste. Oh, das ist nur ein gesundes Strahlen von innen heraus. Kommt vom Wiederkäuen des frischen grünen Grases hier in Rockwell. Kaue ich auf die ganze Zeit. Ich habe jetzt gerade welches zwischen den Zähnen. Ist besser als Kautabak. Okay, wir essen Gras. Die Air Force hat mir versichert, dass die Sichtungen in Wahrheit höchstwahrscheinlich nur Nordlichter waren. Oder ein Wetterballon. Oh wei, oh wei, oh wei. So ein Witz erzählen, ja, dann mach mal einen Witz hier. Ich mach mich ja gerne über die UFO-Spinner lustig, aber mal ehrlich, die tragen zum Lokalkolorit einiges bei. Neben den Inzestfamilien natürlich. Danke, ich bin noch bis Donnerstag in der Stadt. Ui, das sind Sachen. Aber vor allem müsst ihr immer daran denken, dass, ganz egal, was die Wissenschaftler sagen, das Universum in weniger als einer Woche erschaffen wurde und ungefähr 6000 Jahre alt ist. Moment mal eine Sekunde. Wie um alles in der Welt erklärt das denn die Zerstörung beim Jahrmarkt? Diese Katastrophe kam durch ein tragisches Zusammentreffen von einem Sommergewitter und mit Teeröl imprägnierten Zelten zustande. Bei der Aussage bleibe ich. Hey, nicht so schnell! Wie kann es sein, dass in Santa Modesta keiner so etwas gesehen hat? Santa Modesta leidet unter den gleichen Problemen wie wir. Allerdings haben wir den preisgekrönten Lokaljournalismus der Rockwell-Gazette. Den Jungs entgeht nichts. Die sorgen dafür, dass sogar ich ehrlich bleibe. Oh, ganz gut. Wie ihr also seht, gibt es nichts, worüber sich eure Menschenhirne sorgen müssten. Der Bürgermeister hat recht. Das war nur eine Reihe von durchaus verdächtigen, aber mit Leichtigkeit logisch zu erklärenden Zufällen. Ja, das stimmt. Applaus! Applaudiert mir! Ihr Lutscher! Gute Nacht und habt ein schönes Morgen! Okay. Was für Versager. Nichts als Matsch in der Birne. Die Invasion wird ein Kinderspiel. Crypto,
Hast du gehört, was dieser Mensch während deiner Rede gesagt hat? Hab ich wohl verpasst. Ich musste mich im Applaus sonnen. Konzentrier dich! Es gibt in der Nähe ein weiteres Menschennest. Santa Modesta hat er es genannt. Du musst seinen Standort ermitteln und dich dorthin begeben. Dort können wir noch mehr Menschen unter unsere Kontrolle bringen. Geh, werd noch machen. Aber erst muss man zum Mutterschiff, oder? Mission erfolgreich. Und sogar 100%. Sehr gut. Mutterschiff zurück. Alles klar. Wobei, das Spiel ist verrückt. Ohne Scheiß. Das ist verrückt. Komm nur näher. Waffen, Fähigkeiten, Raumschiffe. Upgrades are us. Gerne. Was wollte ich bei uns eigentlich gemacht haben? Oh Gott, das weiß ich gar nicht mehr. Oh ja, das machen wir. Einmal. Mit zurück, Raumschiff. Haben wir hier noch Schönes? Ah, Energieschild. Und zurück zu Energieschild. Machen wir das hier. Ach, kann ich nicht verbessern. Okay, alles klar, was haben wir hier? Okay, 1000. Ja, mach schon mal das hier. So, das war's auch schon hier, was wir machen können. Dann gehen wir mal Missionswahl. Oh, direkt hier hinten am Arsch der Welt. Hier habe ich gar keine gefunden. Okay. Armageddon. Die sind noch nicht freigeschalten. Alles klar. Dann legen wir mal los. Da wären wir, Crypto, das sonnige Santa Modesta. Mach als erstes das Altbekannte der Siedlung ausfindig. Vielleicht erhalten wir so einen Einblick in die wirren Sozialhierarchien der menschlichen Gesellschaft. Crypto, als erstes solltest du eine menschliche Gestalt annehmen. Auf dieser Mission ist es äußerst wichtig, dass du völlig unerkannt bleibst. Flieg deine wahre Gestalt auf, ist die Mission gelaufen. Okay, alles klar, machen wir. War erstmal ein Mensch finden, den ich scannen kann. Alles klar, haben wir. Hallo, ich habe gesehen, dass einer riesigen Taube ähnelte. Meine Güte, kleinwüchsige in Vogelkostümen, die mit einer Knarre rumlaufen. Okay. Wir müssen. Hallo, ich brauche neue. Nächsten. Ich kenne alle Menschen, die du aufspüren kannst. Sie können dir verraten, wo sich das Alpha-Männchen aufhält. Okay, machen wir mal. Da haben wir noch Menis. Vielleicht habe ich bei der Poolparty heute ja mal Glück. Treffen ein paar sexy Single-Frauen. Schieb ein paar, ne? Dieser undankbare Bürgermeister. Wir haben $500 für seine Kampagne gespendet und immer noch keine Einladung zur Poolparty am Motel erhalten. Vielleicht sollte ich diese Fotos doch veröffentlichen. Was für ein toller Kerl. Er muss Poolpartys echt lieben. Okay. Poolparty, wo ist die Poolparty? Muss da hinten sein. Die laufen hier fast alle gleich rum.
Ich frage mich, ob die Gerüchte über Milton Berle wahr sind. Oh. Alles klar. So. Hier sind überall solche Dinger, aber ich kann nicht dahin fliegen. Nimm mal natürlich mit. Gucken wir, was wir kriegen können. Ein Haus im Vorort. Eine liebevolle Ehefrau. Eine glückliche. Warum tragen Dockarbeiter alle diese komischen Mützen? Ich fühle mich damit wie ein kommunistischer Beatnik. Wir gucken mal, ob wir noch was finden. Jetzt sind wir hier am Strand. Ich bin mehr als nur eine Sekretärin. Ja, echt. Hier sind nicht solche Dinge. Wenn es nur eine Möglichkeit gäbe, auf elektronischem Weg das Anschauen von schmutzigen... Hier scheint ein soziales Ritual der Menschen abgehalten zu werden. Vielleicht kannst du sie scannen, um mehr zu erfahren. Ja. Discotron nennen und er wird... Ich gehe besser woanders hin, bevor der Bürgermeister noch näher kommt. Der alte Lüstling denkt, er kann einem überall hinfassen, wo er will. Okay. Was für ein toller Kerl. Er muss Poolpartys echt lieben. Der Bürgermeister kann alles antatschen und damit durchkommen. Auch bei mir. Die Jugend dieser Stadt braucht ein Ventil für ihre Frustration. Gute, saubere und absolut nicht sexuelle Unterhaltung. Jawohl. Diese Poolparty ist genau das Richtige dafür. Dieser Bürgermeister ist eine Lachnummer, genau wie die Poolparty. Mischen wir den Laden auf! Okay, und wie? Sie wollen unsere Leben vernichten! Außerirdische ist heute dein Glückstag! In den Pool gefallen. Shit. Ja, ja. So, ich hoffe nicht, dass ich jetzt wieder scannen muss. Dieser Bürgermeister ist eine Lachnummer, genau wie die Poolparty. Mischen wir den Laden auf! Machen wir. Also, ich muss hier direkt wieder ertrinken auch. Machen wir erstmal hier. So. Ich will außerirdisch. Ist das Grundgültiger? Es ist nicht zu hören. Kommunist! Scheiße! Alles klar, lass mich mal weg hier. Ich fühle mich so. Ah, die Gäste zerstören. Zur Sand! Ich bin der Meister! Ich bin der Meister! Wo sind denn noch welche hier? Sag mal, wo sind denn noch Partygäste hier? Grundgültiger! Es ist ein Außerirdischer! Da ist noch einer. Nicht schon wieder eine Inkarnation! Haben wir geschafft. Gute Arbeit, Crypto. Dummerweise scheinst du die örtlichen Ordnungshüter aufgescheucht zu haben. Sei auf der Hut. Du wirst eine neue Waffe brauchen, um mit der Polizei von Santa Modesta klarzukommen. Ich schalte dir deinen Desintegrator frei. Teste ihn an den Bullen. Okay, alles klar.
Gut geschossen, Crypto. Die Waffe gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich würde auch sagen, dann ist erstmal die Folge hier auch beendet. Und ich würde sagen, bis dann. Ciao.